Eleganter, mainstreamiger, nicht mehr so extrem wie der Vorgänger. Das neue 6er Cabrio von BMW sieht gut aus. Sportlich, mit dem nötigen Understatement und einem Hauch Roadster. Man merkt dem Auto die lange BMW-Tradition mit offenen Autos an. Sehr harmonisch wirkt der neue, fließende Linien, stimmige Flächen und eine flache, athletische Silhouette. Zwar gibt es immer noch die 6er-typischen Finnen, die bei geschlossenem Verdeck ins Heck übergehen, aber sie wirken nicht mehr so aufdringlich wie beim Vorgänger. Das Heckfenster ist jetzt größer und die Rundumsicht besser. Um 7,4 cm ist der neue 6er länger geworden, genauso wie der Radstand. In der Breite hat er um 3,9 cm zugelegt, in der Höhe dagegen ist er um 1 cm geschrumpft. So wirkt der neue jetzt noch bulliger und offensiver als vorher. Zwei Motoren wird es zur Markteinführung geben. Eine 6er-exklusive Variante des bekannten Reihen-6ers mit 320 PS und einen 8-Zylinder mit 407 PS. Für beide gibt es serienmäßig eine 8-Gang-Sportautomatik. Der kleinere Motor hat außerdem eine Start-Stopp-Automatik immer mit drin. Mit dem 8-Zylinder braucht der 6er genau 5 Sekunden von 0 auf 100 bei einem Verbrauch von 10,7 Litern. Mit dem kleineren Motor sind es 5,7 Sekunden und ein Verbrauch von nur 7,9 Litern auf 100 Kilometer. Topspeed bei beiden 250 km/h. Auch fürs Fahrwerk haben sich die Bayern ein paar schöne Extras ausgedacht. Unter anderem gibt's die Integral-Aktivlenkung, bei der auch die Hinterräder mitlenken, und die klassenübliche Fahrdynamikkontrolle. Hier kann der Fahrer unterschiedliche Abstimmungen auswählen, von Komfort bis Sport Plus. So gibt's dann voraussichtlich auch keinen Ärger wegen zu harter Grundabstimmung. Schön, dass der 6er tatsächlich einen ernstzunehmenden Kofferraum hat. Bei offenem Verdeck passen 300 Liter rein, geschlossen noch 50 Liter mehr. Preise gibt's noch nicht, aber wie der Vorgänger dürfte auch das neue 6er Cabrio bei rund 80.000 Euro losgehen.